Unsere Haupttätigkeit besteht einfach darin, dass wir Patienten im postoperativen Setting sozusagen betreuen. Das Gute auf der Intensivstation ist, wir überwachen alle Vitalparameter und können sofort reagieren. Sobald sich der Patient nach diesen Eingriffen stabilisiert hat, steht unser Fokus natürlich ganz klar in dem, dass wir seine Gesundheit bestmöglich wiederherstellen. Wir in der Intensivpflege haben einen sehr engen Kontakt zu den Patientinnen und Patienten. Man lernt die Menschen gut kennen. Ja, in den Phasen, wo es den Patienten nicht gut geht, ist mir persönlich immer lieber. Ich habe trotzdem ein gegenseitiges Vertrauen, auch wenn man das vielleicht ein bisschen mehr mitnimmt. Aber es ist einfach wichtig, dass man im Umgang mit dem Patienten das wirklich empathisch machen kann. Man lernt auch andere Angehörigen kennen. Das ist durchaus auch ein ganz wesentlicher Aufgabenbereich bei uns, die Betreuung der Angehörigen. Bei uns ist so, dass man sehr, sehr viel Abwechslung hat und dass man wirklich viel lernt, was man vielleicht woanders nicht sehen kann. Man kriegt da immer wieder das Feedback von den Studentinnen und Studenten, dass sie extrem viel gelernt haben, dass man viel sieht in so einer Praktikumszeit, weil wir einfach so viele verschiedene Krankheitsbilder haben. Das macht die meisten recht Spaß, zumindest sagen sie es. Das Abwechslungsreiche, das mit Verantwortung verbundene Arbeiten, selbstständige, eigenverantwortliche Arbeiten und dann trotzdem immer der soziale Kontakt mit den Menschen. Aber genau das macht es aus, die Abwechslung. Man weiß nie, was kommt, man weiß nie, welcher Patient zum Betreuen ist und der jetzt kritisch ist, ob der besser wird. Und dann hat man immer wieder Notfälle oder Situationen, was man vielleicht auch noch nie erlebt hat und muss auf diese reagieren. Ich will ein wenig die Herausforderung und die Challenge, dass ich oft nicht weiß, was in der nächsten Stunde daherkommt. Das macht in Wahrheit die Intensivpflege aus. Und das ist ja auch irgendwo das Spannende.